Tja, hier bin ich also in der weltberühmten Abbey Road. In jener Straße, wo die Beatles alle ihre fantastischen LPs aufnahmen. Und in den guten alten Tagen war ein fünfter Mann stets mit dabei. Norman Smith. Und als die Beatles auseinandergingen, da wurde er arbeitslos. Und er blieb es. Bis er eines Tages in der Badewanne saß. The jungle life of mystery, wild and graceful history of life. Don't let it die. Don't let it die. Well, that's how Don't Let It Die was written. Tja, und diese Badenwannen-Schnaps-Idee vertonte Norman Smith, der sie als dann Hurricane Smith nannte, im gleichen Studio, wo er einst den Beatles-Sounds mit zu prägen half. Er brachte das Ergebnis auf Platte und Number One in England. The future of Hurricane Smith. Und wie uns Hurricane Smith hier erzählt, ist das Follow-up bereits aufgenommen und Hurricane versucht sich in Zukunft als Solo-Interpret im britischen Pop-Business zu etablieren.